Nach langer Diskussion in der Koalition soll die neue Kindergrundsicherung 2025 kommen. Das bisherige Modell des Kindergelds wird es dann nicht mehr geben. Stattdessen soll die Kindergrundsicherung aus einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag bestehen und einem Zusatzbetrag, der abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Besonders helfen soll ein Zusatzbetrag den Kindern, die in Familien aufwachsen, wo das Geld knapp ist. Das sind Eltern, die bisher schon einen Kinderzuschlag bekommen haben, weil sie wenig verdienen oder die Bürgergeld beziehen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen hat jetzt erstmals Zahlen für die geplante Kindergrundsicherung genannt. Unter Berücksichtigung der angekündigten Erhöhung beim Bürgergeld könnten sich für Kinder Leistungen von 530 Euro im Monat für die Jüngeren und bis zu 636 Euro für die Älteren ergeben. Das Geld wird gebraucht, sagt Armutsexpertin Michaela Hofmann von der Caritas. Das merkt sie in ihrer täglichen Arbeit. Ich merke jetzt schon, dass mehr Menschen mich anrufen, um zu fragen, wie geht das denn mit der Kindergrundsicherung? Häufig wird ja so gesagt, die Eltern würden das Geld für sich verwenden und man muss da aufpassen. Und das ist ein bisschen, sag ich mal, also wird den Eltern nicht gerecht, weil die Eltern lieben ihre Kinder und die Eltern versuchen, alles Mögliche zu tun, damit ihre Kinder gut ins Leben starten. Für die Beantragung wird es ein neues Portal geben. Die Armutsexpertin findet es gut, dass die Eltern dafür nicht mehr zu mehreren Ämtern müssen. Aber digital, das könnte viele vor Probleme stellen. Viele von den Familien haben keinen Laptop, die haben kein WLAN und die haben auch keinen Drucker oder Scanner, sodass das für die nochmal eine erhöhte Schwierigkeit darstellt. In 1,25 Jahren soll die Kindergrundsicherung starten und möglichst viele Familien erreichen.